Einen wunderschönen guten Tag, weiter geht's mit Balatro. Im Tutorial-Modus ist es einfach nur krank, gehen wir in den Endlos-Modus. Guckt mal, wie viel Kohle wir haben. Und wir haben noch gar nicht alle Joker freigeschaltet. Das ist. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ach, die können wir auch mittlerweile verkaufen. Es ist richtig cool. Full House oder Feeling. Haltet auf einer Runde. Wir holen uns die Karten mit. Oder überspringen das Ganze. Ja. Wir bräuchten noch einen Mult-Joker. Also hier so einen, der alles vorher multipliziert. Irgendwie so. Und jetzt wird es aber ein Clown-Paket. Wir können uns zwei Joker. Weißt du was? Wir überspringen den und holen uns hoffentlich zwei gute Joker. 12 Mult, wenn die straight ist, die erste gespielte Karte bei der Punktzahl erneut aus. Mal 3 Mult, wenn die Spielpause in dieser Runde gespielt wurde. Ey. Wisst ihr was? Wir verkaufen den, holen den dazu. Und. Ach so, ich habe keinen Platz. Kann ich das überspringen? Wow, das funktioniert sogar. Geld verdoppelt. Nein, wir gehen mal rein. 165.000. Ich möchte das mal testen. Also der bringt mal 3 Mult, wenn die gespielt wurde. Wir haben hier zwei Paar. Das heißt, ich würde ein Paar spielen. Also da gibt der Punkte, der gibt Punkte, der gibt Punkte und Mult. Und das mal zwei. Aber der hier hinten triggert noch nicht. Der müsste jetzt aber dann triggern, weil ich jetzt noch mal ein Paar spiele. Gut, hier wäre stärker Drilling, aber ich will einfach mal testen. 22, 118, 236, 7 mal 700. Ja. Ja. Wenn man hier noch was. Boah. Einmal Mult pro hintereinander gespielt hat, ohne eine wertende Bildkarte. Aber nur plus 1. Wir müssten 20 mal Karten, damit das. Ne. Er hat drauf eine Handrunde. Ja, gibt mehr Gold. Also mehr Dollaris. Die öffnen wir, nur um sie abzuwerfen, um mehr Mult hier zu holen. Ah, und wir haben den Stier nicht mehr. Das heißt, im Prinzip kann ich jetzt das ganze Geld wegrollen. Für noch mehr Gold und Gold und Gold und Gold und für mehr Mult, Mult, Mult. Aber nee, haben nicht. 220.000, alle Bildkarten werden geschwächt. Juckt mich nicht. Wir spielen Paar und haben das nächste Paar. Das erste ist dann so, nee, ist okay. Plus 50 plus Mult mal 2. Das sind schon 60k. Aber wisst ihr was? Wir spielen noch mal ein paar. Auch wenn hier wieder der stärkere Drilling wahrscheinlich ist. Aber da müssen wir 200 mal 700. 170k. Aber es ist trotzdem knapp. Es ist trotzdem knapp tatsächlich. Der ist random, wie viel Mult er gibt. Verkaufe diese Karte ein Doppeltech. Ja, okay. Wir wollen mehr Mult, mehr Mult, mehr Mult für ihn hier. Ein Slot für Verbrauchsgegenstände. Das ist für hier, ja. Die Frage ist, wahrscheinlich zählt das nur für diesen Run. Wahrscheinlich zählt das nur für diesen Mann. Wir springen den Bums, holen uns die 3 Mult, gehen in die nächste Runde. Ein mega Standardpack. Wow, sind wir jetzt risky? Nee. Also die 560.000 mit selbst mit zwei Paar. Aber wir können. Ja, okay. Wir können dreimal ein Paar spielen. Das könnte.
Könnte reichen. Oh, oder ein Drilling. Wir spielen jetzt einfach mal einen Drilling und gucken mal, was passiert. Wir haben 62k eben bekommen. Ja, der hier hinten wird halt nicht ausgelöst. 90.000 und müssen auf jeden Fall noch ein paar spielen, damit der hier hinten getriggert wird. 780. Haben noch zwei Hände und haben aber auch noch zwei Paare. Also hier hinten wäre ein... Boah. Also die Runde sollten wir noch packen, aber ob wir die nächste dann tatsächlich noch packen? Bräuchten hierfür noch einen stärkeren Joker. Also 700k kriegen wir so gut wie immer. Flash. Da habe ich gar nicht aufgepasst, das war ein Joker, gell? Vielleicht hätte ich einen stärkeren wie plus 20 Mold gefunden. Wir rerollen. 0 mal Mold für jeden leeren Joker-Slot. Bringt uns nichts. Handgröße bringt uns nichts. Straight, Flush. Ah, ein paar wäre jetzt gut. Ass oder Straight, Feeling, ne? Okay, was passiert hier? Erzeuge eine Planetenkarte. Na, füg den doppelten Rang der nächsten Karten auf deine Hand hinzu. Mal 1,5 Mold. Wisst ihr was? Ich riskier's. Hol mal den hier hinzu. Das wird mal 2 und das mal x. Let's check. Kriegen wir die 840.000 noch hin? Wir spielen ein paar. Wir werfen die 3 ab. Da müsste das doch mal 9 gerechnet werden, oder nicht? Was passiert jetzt? Okay, der triggert wieder vor allen anderen. Okay, dann der triggert doppelt. Are you kidding? Das müsste jetzt ja richtig eskalieren. Mal 12 Mult. Mal 2, mal 1,5, mal 3. 300k. Warte, was bringt denn mehr? Mal 1,5 mal 3 oder mal 3 mal 1,5? Wahrscheinlich so, oder? Also wir bekommen 100 mal 3 mal 2 mal 1,5. Hilfe, Mathe, Mann! Das sollte doch jetzt am meisten bringen, oder? Wir bekommen... Das mal 3 mal 2 mal 1, mal 1000. 200k. Hat der Mathe-Mann zugeschlagen? War das sinnvoll? Ach Mist, wir hätten die 2 noch wegwerfen müssen. Ah gut, für die Runde reicht's noch. Es wird jetzt nur langsam jetzt eng. Jede gespielte Karte zählt bei der Zählung. Jede gespielte Karte, also wenn wir 5 Karten spielen, ist das... Wir versuchen es. Wir holen uns den noch dazu. Ganz am Ende.
Holen uns noch mehr Mult. Werfen das weg. Für die plus 3. Holen uns das noch. Werfen es weg. Oh, doof. Das wäre eine krasse Karte wahrscheinlich gewesen. 1,1 Millionen. Ah. Die immer drei Karten, nachdem du Spiele abgeworfen hast. Also. Wir spielen auf jeden Fall das Paar. Jede gespielte Karte, dann nehmen wir das noch dazu. Die werden jetzt alle gezählt. Dann werden die alte multipliziert. Dann plus Chips, plus Mult, mal Mult, mal Mult, mal Mult. So, in der nächsten Runde spielen wir das hier. Und das müsste jetzt mal 3 noch. Mal. Okay, es war ein Fehler. Die 160 Base Chips hier vorne. Am Drilling bringt uns aber nichts. Nee, es war ein Fehler. Weil die Base Chips, die dann am Ende multipliziert werden, sind mehr wert als die Multiplikatoren am Ende. Naja, es wird nichts mehr. Bräuchten jetzt noch mal ein paar. Nein. Schade, aber wir können noch abwerfen. Was haben wir denn noch im Deck? Wir haben noch Achter, wir haben noch ein paar Achter. Ich würde mal alles wegwerfen und verzichte hier auf ordentlich Mult. Wenn hier nochmal abwerfen. Und nochmal. Gib mir die Achter. Na gut, der Run ist durch. Können die Könige spielen und spielen einfach alles. Schade. Aber ihr seht, worauf das Spiel abzielt und wie geil das eskalieren kann. Was ich jetzt nur für mich mitnehme, ist, dass hier vorne der Multiplikatorwert fast wichtiger ist wie das Mult am Ende. Aber gut, wir können ins Hauptmenü gehen, haben das Tutorial und wir haben Achievements. Entdecke mindestens 9 Gegenstände, bringt plus Hand, eine Hand jede Runde. Wir haben einen Joker freigeschaltet, der bringt uns 8 Dollar, wenn der Spieler Bossplanfähigkeit auslöst. Und Joker minus 4 Ante, okay. Joker darüber kann mehrfach erscheinen, ist okay. Verdiene 100.000 Chips haben wir gepackt. Verdopple alle aufgelisteten Wahrscheinlichkeiten. 1 in 3, 2 in 3. Das checke ich nicht so ganz. Gerne in die Kommentare erklären. Plus 2 Handgröße, minus Hände pro Runde. Würde ich fast mitnehmen. Wir haben Deck freigeschaltet, beginne mit 10 Dollar zusätzlich. Noch ein Joker freigeschaltet. Ja, genau. Den haben wir schon gesehen. Dann noch ein Joker. Mal 3 Mult, wenn die gespielte Karte. Hand eine wertende Karo-Karte, Kreuzkarte und Pick-Karte enthält. Aber das ist doch gut. Da kann man einfach immer random da. Ja, doch, da könnte gut sein. Also mal irgendwas ist voll gut. Erhöhe das Limit. Ja, genau. Erhöhe das Limit an verdienten Zinsen rund auf 20 Dollar. Den hätte ich ganz gerne gehabt, um noch mehr Geld zu sammeln. Mal 4 Mult, wenn die Spieler hatten. 4, ja, 4 Linken, ja. Wir bräuchten mehr Skalierende. Kopiere die Fähigkeit des Jokers auf der rechten Seite. Stellt euch das mal vor. Wir hätten eben den Mult mal 3, der alles multipliziert, und dann den nochmal mal 3 mal 3. Krass. Zauberdeck freigeschaltet. Beginne den Durchlauf mit dem Kristallgutschein und 2 Kopien von der Nach. Was ist denn der Nach? Plus 2 Mult für jeden 5 Dollar in deinem Besitz. Das kann auch stark sein.
Genau, und wenn ich jetzt spiele, habe ich hier die Möglichkeit, eben diese Decks frei zu, sch also mit den anderen Decks zu spielen. Wir können jetzt auch die Schwierigkeit erhöhen und sehen hier, entdecke mindestens 75 Gegenstände. Entdecke 100 Gegenstände, also was wir machen müssen, um alles freizuschalten. Haben hier noch gewinne mindestens einen Durchgang mit 5 unterschiedlichen Decks, um Challenges freizuschalten. Also im Prinzip müssten wir im nächsten Run mit dem nächsten Deck, zum Beispiel plus 1, plus 1 Hand jede Runde statt plus 1 Abwurf jede Runde spielen, um Challenges freizuschalten. Okay. Ja. Sehen hier 114 von 150 Joker. Auf oder verwende diese Karte und den Call. Wir haben Vouchers freigeschaltet. Wir haben, also da ist noch so viel frei zu spielen. Ist halt Roguelike, ne? Wenn es euch gefällt, lasst Kommentare da, lasst ein Abo da, lasst Likes da. Dann spiele ich vielleicht noch ein paar Runden. Und bis dahin.